Nächster Halt, Sossen. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Guten Tag allerseits. Es ist an der Zeit, mal wieder im Brandenburgischen vorbeizuschauen. Die Bahnstrecke Berlin-Dresden habe ich ja schon häufiger gewürdigt und sie ist auch das Ziel dieses Ausflugs. Es geht nach Zossen, womit kein Olla Gaul gemeint ist, sondern eine mit sämtlichen 16 Ortsteilen 20.000 Einwohner zählende Stadt, etwas mehr als 30 Kilometer südlich des Berliner Fernsehturms. Das Augenmerk liegt wie immer auf dem Bahnhof und den angrenzenden Strecken, die es bis heute gibt, die es mal gab und die es mal geben sollte. Fangen wir wie gewohnt historisch an. Zossen erhielt seinen Bahnhof 1875 bei Eröffnung der Berlin-Dresdner Bahn, die sich schnell zu einer auch international bedeutenden Magistrale entwickelte. Nach 1945 verschwand das zweite Gleis reparationsbedingt in die Sowjetunion. Der Wiederaufbau zog sich bis 1972 hin. Die Elektrifizierung war 1983 abgeschlossen. Die Höchstgeschwindigkeit blieb auf 120 km/h begrenzt. Erst nach dem Mauerfall wurde die Strecke binnen kürzester Zeit als erste im Reichsbahnnetz für Tempo 160 ertüchtigt. 2028 soll ihr Ausbau auf 200 km/h abgeschlossen sein, wobei der Bahnhof Zossen einen der letzten Mosaiksteine darstellt. Ebenfalls 1875 ging die königlich-preußische Militäreisenbahn von Schöneberg nach Kummersdorf in Betrieb, die auf rund 30 Kilometern parallel zur Dresdner Bahn verlief, in Zossen südwestwärts abschwenkte und 1897 nach Jüterbog verlängert wurde. Sie sorgte zu Beginn des 20. Jahrhunderts für Furore, als bei Schnellfahrversuchen mit einem Elektrotriebwagen Geschwindigkeiten von 210 km/h erreicht wurden. Nach dem Ersten Weltkrieg erfolgte der Abbau der Militärbahn zwischen Schöneberg und Zossen. Lediglich die Empfangsgebäude überlebten. Ihren Personenverkehr verlor sie in zwei Etappen, nachdem klar war, dass der geplante Großflughafen Berlin-Brandenburg nicht in Sperenberg, sondern in Schönefeld entstehen würde. 1996 strich der Westabschnitt zwischen Sperenberg und Jüterbog die Segel. 1998 das Reststück Zossen-Sperenberg. 2003 übernahm die Erlebnisbahn die stillgelegte Strecke und bietet hier seitdem Draisinenfahrten an. Ende der 1930er Jahre liefen die Planungen zum Umbau Berlins zur Welthauptstadt Germania auf Hochtouren. Auch das umgebende Eisenbahnnetz sollte massiv ausgebaut werden. Vorgesehen war unter anderem eine zweigleisige Neubaustrecke von Zossen zum neuen Rangierbahnhof Großbären an der Anhalter Bahn. Ferner sollte eine zweigleisige S-Bahn-Strecke von Berlin nach Wünsdorf entstehen. Zwei Projekte, die den Bahnhof Zossen vollständig umgekrempelt hätten. All diese und noch viele weitere Ideen wurden durch den Zweiten Weltkrieg hinfällig. 1945 entstand schließlich noch die Nebenbahn nach Schöneicher Plan, von wo aus über bereits bestehende Schienenstränge Berlin, Königs Wusterhausen und sogar Töpchin erreicht werden konnten. 1974 war sie die erste der Zossener Strecken, die ihren Personenverkehr verlor. Ab 1993 wurde über sie Berliner Hausmüll zur Deponie Schöneicher Plan gekarrt. Zunächst 3 Zugpaare pro Tag, ab 2005 nur noch eines. 2011 liefen die Müllverkehre aus. Seitdem liegt die Strecke brach. Heute präsentiert sich der Bahnhof Zossen so gut wie gar nicht modernisiert und damit in mancherlei Hinsicht etwas vorsintflutlich. Es existieren die beiden durchgehenden Hauptgleise 1 und 2, die 3 Überholungsgleise 3 bis 5, das Nebengleis 6 sowie der Anschluss zum Baustoffzentrum, das gelegentlich von privaten Ganzzügen angesteuert wird. Weil jedes der 5 Hauptgleise über Ausfahrsignale nach Norden und Süden verfügt und beide Bahnhofsköpfe mit je einem Weichentrapez ausgestattet sind, lässt sich in Zossen flexibel Betrieb machen. Aus jeder Richtung kann in jedes Gleis ein, beziehungsweise aus jedem Gleis in jede Richtung ausgefahren werden. Der Reiseverkehr profitiert davon nur bedingt, denn es gibt lediglich den Hausbahnsteig am östlichen Gleis 1 und den Außenbahnsteig am westlichen Gleis 5.
Der höhengleich zugängliche Zwischenbahnsteig am Gleis 2 ist noch vorhanden, aber seit Menschengedenken außer Betrieb. Die Gleise 3 und 4 sind bahnsteiglos. Gleis 6 diente bis 1998 den Zügen der ehemaligen Militärbahn und böte zumindest theoretisch noch die Gelegenheit, mit echten Fahrzeugen auf die Draisinenstrecke zu gelangen. Quer unter allen 6 Gleisen hindurch verläuft dieses Dünnelken, von dem niemand genau weiß, wann es gebuddelt wurde. Selbst die Deutsche Bahn kann da nur Vermutungen anstellen und datiert den Bau auf den Zeitraum zwischen 1901 und 1905. Rund um den Bahnhof finden sich eine Reihe historischer Bauten, die mehr oder minder von Belang für den Eisenbahnbetrieb sind. Die auffälligsten sind das 2013 renovierte Empfangsgebäude der Dresdner Bahn auf der Ostseite sowie jenes der Militärbahn schräg gegenüber. Inzwischen hübsch hergerichtet und erster Anlaufpunkt für alle Draisinenfahrer. Hinzu kommen der Wasserturm und die frühere Güterabfertigung, die ein bisschen was von einem Spukhaus hat. Beide selbstverständlich seit langem out of order. Bis heute in Lohn und Brot stehen hingegen das elektromechanische Fahrdienstleiterstellwerk ZU am Bahnübergang nächst Neuendorfer Landstraße und das Gleisbildwärterstellwerk ZSB neben dem BÜ Oertelufer und der 2014 neu errichteten Bahnbrücke über den Nottekanal. ZSB steht übrigens für Zossen Südbude, eine alte Bezeichnung für Stellwerk. In der Ausfahrt Richtung Jüterbock gab es am BÜ an den Wulzen außerdem bis zu einem mir nicht bekannten Zeitpunkt das Wärterstellwerk ZWB, also die Westbude. Die Bahnübergänge nächst Neuendorfer Landstraße und Oertelufer sind mit mechanischen Schranken gesichert. Ferner findet sich an der Luckenwalder Straße eine der eigentlich gar nicht mehr erlaubten Blinklichtanlagen mit Halbschranken aus dem VEB Werk für Signal- und Sicherungstechnik Berlin, WSSB. Da kann es durchaus mal passieren, dass jemand um die Schranken herumflutscht, weil er ja nicht wissen kann, dass auch rotes Blinklicht im Andreaskreuz Halt bedeutet. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Bahnhof beträgt 120 km/h. Südlich schließt sich auf 2,7 Kilometern untergrundbedingt eine ständige Tempo 50 Langsamfahrstelle an, in deren Verlauf ein kurioserweise mit Laternen ausgerüsteter Trampelpfad die Gleise quert. Nicht weit entfernt, bei Streckenkilometer 36,6, kurz vor dem Bahnhof Wünsdorf-Waldstadt, existierte in den letzten 7 Monaten des Zweiten Weltkriegs der Haltepunkt Zossenlager, um unter anderem der im nahen Militärkomplex untergebrachten Wehrmachtsführung einen Bahnanschluss zu verschaffen. Zum BÜ an der nächsten Neuendorfer Landstraße, auch bekannt als Bundesstraße 246, wäre zu ergänzen, dass er zumindest für die Straßenverkehrsteilnehmer zu den meist gehassten Orten des Kreises Teltow-Fläming zählen dürfte. Er liegt nur wenige Meter hinter der nördlichen Ausfahrsignalgruppe und muss aus Sicherheitsgründen bereits geschlossen sein, bevor eine Einfahrt aus Richtung Wünsdorf zugelassen wird, was aufgrund der erwähnten 50er-La, insbesondere bei haltenden Reisezügen, lange Schrankenschließzeiten mit entsprechender Staubildung zur Folge hat. Der starke Verkehr auf Schiene und Straße verlangt dem Fahrdienstleiter beim Kurbeln der Schranken einiges an Fingerspitzengefühl ab. Blicken wir noch kurz zum 2 Kilometer nördlich gelegenen Haltepunkt Dabendorf. Er besteht im Wesentlichen aus 2 mit einer Fußgängerbrücke verbundenen Außenbahnsteigen und war bis 2017 Bahnhofsteil von Zossen. Das elektromechanische Wärterstellwerk ZOA bediente die nördlichen Ein- und Ausfahrsignale sowie die Abzweigweichen der Strecke nach Schöneicher Plan. Im Rahmen von Rationalisierungsmaßnahmen wurde der Bahnhof Zossen um etwa 2 Kilometer verkürzt und das vormalige Wärterstellwerk ist nun Blockstelle. Die verbliebene Weiche zur Nebenbahn nach Schöneicher Plan liegt seitdem auf der freien Strecke und fungiert als separate Betriebsstelle namens Zossen Avanst, Ausweichanschlussstelle. Beachtung verdienen die in diesem Zusammenhang neu installierten Blocksignale. Während am Regelgleis handelsübliche WSSB-Hauptsignale zur Anwendung gelangen, stehen am Gegengleis lediglich vereinfachte Lichtsignale, die bloß Halt- und Ersatzsignal zeigen können. Diese treten allerdings seltenst in Aktion, weil Ausfahrten ins linke Gleis sowohl von Zossen als auch Rangsdorf nur sehr aufwendig mit schriftlichem Befehl möglich sind, wird das lediglich dann gemacht, wenn es sich wirklich gar nicht vermeiden lässt.
zum aktuellen Betrieb. Zossen ist Haltebahnhof für die RE-Linie 5 von Rostock und Stralsund nach Elsterwerda sowie den RE-7 von Dessau nach Wünsdorf, wodurch sich zwei stündliche Verbindungen nach Berlin ergeben, einmal durch den Nord-Süd-Tunnel, einmal über die Stadtbahn. Die Fahrzeit des RE5 bis Berlin Hauptbahnhof ist mit einer guten Dreiviertelstunde relativ lang, weil er bis zum Wiederaufbau der Dresdner Bahn zwischen Südkreuz und Blankenfelde den südlichen Außenring und die Anhalter Bahn nutzen muss. Im Fernverkehr lassen sich jeweils alle 2 Stunden Eurocities der Relation Hamburg-Prag und Intercities Warnemünde-Dresden bewundern. Dazwischen rollen Güterzüge, hauptsächlich kombinierter Verkehr, Kesselwagen und Schüttgut, deren Zahl in Abhängigkeit von Bauarbeiten auf der Dresdner Bahn und den parallelen Hauptstrecken stark schwanken kann. Für Fahrdienstleiter und Weichenwärter bedeutet das, dass sie täglich 130 bis 190 Zügen den Weg weisen müssen. In gewisser Weise Betrieb herrscht auch auf der Ex-Militärbahn in Richtung Jüterbog. Allerdings kommt der Reisende hier nur mit Muskelkraft auf Fahrrad- und Hebeldresinen voran, und zwar bis zu 35 Kilometer weit über Mellensee, Rehagen-Klausdorf, Sperenberg und Kummersdorf nach Jänekendorf. Strampeln, träumen, glücklich sein, wirbt die Erlebnisbahn auf ihrer Homepage, und ich sehe noch heute die leuchtenden Augen einer ansonsten wenig eisenbahnaffinen Bekannten vor mir, während sie von ihrer Dresinentour berichtete. Was sie und vermutlich viele andere der strampelnden und träumenden Ausflügler dabei übersehen oder mit Verachtung gestraft haben: die legendären sowjetischen EZMG-Signale im Bahnhof Sperenberg. Ein echter Eisenbahn-Kulturbanause, wer diese seltenen Dinger nicht zu würdigen weiß. Lange wird es den Bahnhof Zossen in der hier gezeigten Form nicht mehr geben. Von 2022 bis 2024 ist die grundlegende Sanierung vorgesehen, in deren Rahmen die Durchfahrgeschwindigkeit auf 200 km/h erhöht werden soll. Nach dem Umbau wird es hier einen Haus- und einen Mittelbahnsteig geben. Von den 5 Hauptgleisen überleben 4, eines davon logischerweise ohne Bahnsteig. Verschwinden werden der uralte Tunnel, die Bahnübergänge und die Stellwerke. Die Steuerung der Weichen und Signale erfolgt zukünftig aus der Betriebszentrale in Berlin-Pankow. Tja, damit wäre so ziemlich alles über den Bahnhof Zossen gesagt und mir bleibt nicht mehr übrig, als mich für heute zu verabschieden. Mein nächster Film handelt voraussichtlich von den Kombinationssignalen, dem gesamtdeutschen KS-System. Ein paar entsprechende Aufnahmen muss ich noch sammeln und dann geht's in Kürze weiter auf diesem Kanal. Bis dahin!